Save the World! Willkommen zurück! Mit unserer Heldengruppe hier. So, hier um, darum, derum. Kampf. Okay, die kennen wir auch noch nicht. Ein Rilianer. Hey, ihr Verräter. An Expert at Pronunciation. Ach du Scheiße. Eigentlich, wir versuchen es einfach mal. Ist das eigentlich eine Gruppe, die man auch so kriegen müsste? Und tschüss. Jawohl, Level up für Cthulhu. Noch mehr Macht für ihn. Das da. Mehr Agilität. Holy Strike. Ja. Warte mal, 20. Ganz ehrlich, wenn man sich die Bälle jetzt mal anguckt, ne? Holy Strike. Holy shit. Deadly Kiss. Touch one enemy. Power. Der Deadly Kiss wird stärker. Nehmen wir. Nuke. Ignore die Fans. Hat einen 3-Turn-Delay. Das ist eine geile Anfangskombo. So, als erstes erstmal einen Nuke raushauen. Geil. So, jetzt weiß ich nur nicht, welchen Weg wir... Oh, da ruckschau gerade. Nee, von hier kann man... Das müsste jetzt der Eingang hier unten sein, ne? Jawohl. Das heißt, die Ecke haben wir abgesucht. Oh, wie süß. Da warten wir jetzt... Yo, jetzt hätte ich einen Nuke machen müssen und so lange warten. 3 Runden aussitzen mit Defens. So, das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Irgendwo hier wartet eine Kiste auf uns. Vielleicht sogar 2, wer weiß. Ach, wieder so eine Gruppe. Okay, hauen wir wieder drauf. Lalalala. Die Gruppen lassen mir jetzt gerade ja gefallen. Die sind ja einigermaßen fair und ehrlich. Lass doch mal Umi in Ruhe. Natürlich lassen sie es nicht. Diese Barbaren müssen natürlich auf der armen, jungen, zarten Pflanze Umi rumhauen. Wobei sie doch auf Tentakeltypen steht. Hallöchen, wie geht's denn da zur Kiste? Die Gruppe ist vielleicht inzwischen teils. Ich glaube, an der probieren wir das jetzt sogar einfach mal aus. Lane Strike, drauf da. Drauf da. Fokus. Und Nuke. Pause performs Nuke. One hit. A tactical nuclear strike will hit the enemies in 2 turns. Da bin ich gespannt. Das könnte auch so ein Lebensarschretter werden. Als Attacke. Ja, ich mag Pfötchen. Die müssen wir nachher unbedingt nochmal hinter den Ohren kraulen. Na, ich hau mal kurz auf dich drauf. Das ist jetzt riskant, was ich jetzt gerade mache. Ich weiß... Umso mehr will ich es machen. Ich will unbedingt, dass die Nuke die wegholt. Alter, Wurm! Okay, so, den kriegen wir weg. Nee, 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 nee. Wir müssen was anderes machen. Kursch, was war denn Kursch? Tungus, Douglas, ja, eigentlich so. Und jetzt nur überleben. A satellite orbiting high above the planet shoots a beam of pure energy at the enemies. Hat zwar nicht viel mit Nuke zu tun, aber geile Attacke. Ember, Level 39. Death Breath. Ja, da hat er sich die Zähne wieder nicht geputzt. Den, selbst Ember wäre jetzt langsam gut einsetzbar für uns. Weil es jetzt auch das gute Emberlein inzwischen... Cthulhu Sword! Okay. Equip... Cthulhu, Weapon! What? 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 Cthulhu Sword! Okay. Wie gesagt, theoretisch könnten wir die Gruppe jetzt auch einmal gegen die Ersatzbank komplett austauschen.
Aber ich mag diese Gruppe so, wie sie ist. Trotzdem nochmal, ich bin immer etwas übervorsichtig mit dem Safen. So, meine lieben Freunde. Insane will ich dich sehen. Dich will ich damit sehen. Was machst du denn mal? Ach, hier, komm, einfach normal. Zack, zack. Octopus insane. What? Aber Schaden machen die echt mies. Insane. Du machst mal bitte kurz einen Full Heal auf unsere liebe Oktober. Joa, er haut einfach mal drauf. Oh, wie süß. Ich würde ja gerne mal sehen, dass so einer wegen Insane einfach krepiert. Das wäre so schön. So. Zack. Weg, weg. Ach komm. So. Da-da-da-da-dam. Tja, dann haben wir diesen Abschnitt voll wirklich geschafft und können jetzt hochgehen. In den nächsten. Oh, da ist wieder was zum Lesen. Hallo. Director, the bridge segments in relief were included to give the sense of the humongous scale of the place without requires us to actually make a humanoid dungeon. Ja. Richtig, der Dungeon wird riesig groß, obwohl man nicht so viel begehen kann. Hallo, ist der Weg auch mal vorbei? Wir haben noch 36 Kämpfe vor uns. Ich wundert's gerade. Okay. Auf in das nächste Abschnittchen, würde ich mal sagen. Dum dum da 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 da. Oh, Kiste! Was wird da drin sein für Cthulhu? Oh, hallo kleine Freunde. Oh, ist ja schön, dass ihr da seid. Guck mal, ich habe was mitgebracht für euch. Insane. Elektro. Was da? Oh, und du haust aber drauf. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Alles klar. Dü-dü-dü-dum. Dü-dü-dum-dum-dum. Oh, was machst du denn mal? Was machst du denn mal Schickes? Ach komm, mach den einfach weg. Weg ist er. Oh, am Umi. Weg sind sie. So. Da 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 da. So, hier nach unten, da müsste ja die Kiste sein. Kiste! You got 5 One-Ups? Auch nicht schlecht. Sag ich nicht, nein. Oh, Hilfe, wir werden sterben. Tentakel. Sag's doch, wenn jetzt hier irgendwann hier noch ein Purpur-Tentakel zwischen auftaucht, dann, ah ja, dann wird's ganz gefährlich. Radanam-dam-dam-dam-dam. Jo, tralala. Die Gruppe ist wieder etwas böser. Ich glaube, es wird Zeit für einen Nuke. Flamestrike! Electric! Da müssen wir fokussen. Hey, pause! Hol mal die Nuke raus. Das Ohr juckt. Jetzt müssen wir gucken, wo es. Ah, da ist er. Oh, und jetzt die Nase. Schlimm heute. Aua. Das hat gesessen. Aua, aua. Das hat gesessen. Auatsch! Lass den Scheiß! Wir müssen Oktober hochheilen. Zack. Deswegen machst du jetzt erstmal einen kleinen Full Heal. Fire. Und du könntest mal den da backstemmen. Ja, war ganz nett. Nein! Nein! Miesen kleinen Fieslinge.
So, den da. Ihr miesen kleinen Schweine. Na, du musst wieder heilen. Full Heal Cthulhu, sonst haben wir ja gleich ein tierisches Problem. So mies, hier, Run of Fire. Drauf da. Nein, Pfötchen. Cthulhu. Umi. Oh Gott. Okay. Wems, da war er. 2130 Points. Das hat gesessen. Und die sind leider immer noch relativ stark. Den da. Void. Autsch. Das wird ein Schuss in den Ofen. Tralalala. Wir haben 10 One-Ups. Komm. Das machen wir so. Wie machen wir denn das jetzt mal am besten? Ich hau erstmal Insane drauf. Vielleicht bringt es etwas. Ja. Du sollst auch fokussen. Du machst erstmal ein Regen All. Alter. Die sind echt mies von ihrem Schaden her. In dieser Zusammenstellung ganz besonders. Ja, da müssen wir nochmal insanen. Du kannst jetzt schon mal anfangen mit Full Heal. Hahaha. Full Heal sich einen sich selber erstmal. Sonst ist er gleich weg. Paralyse. Stunt. Okay, der macht schon mal nichts. Wham! Ja, er ist an Verrücktsein gestorben. Schön. Genau so lieb und lob ich es mir doch. Deswegen insane weiter. Nein, du musst halt stopp. Du musst wieder weiter. Natürlich Full Heal. Hol erstmal Oktober zurück. Und backstabben. Ich glaube fast, die könnte uns noch helfen. Jetzt hat es Cthulhu erwischt. Ah, sie ist echt jetzt gerade. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich einfach mal Keep Fighting mache. Keep Fighting. The Ultimate Heal. So, Rain of Fire. Und du machst jetzt erstmal Unstable. Da hat es Umi erwischt. Nein, das ist mies. Ihr. Miesen kleinen Schweine. Ich habe keine Lust noch mehr davon, weil wer weiß, was uns hier am Ende noch für Gegner erwarten. Wo wir, also der Endkampf hier könnte echt, ich weiß nicht, weil nachdem was jetzt alles hier erlebt und wie stark die Kämpfe hier sind, der Endgegner könnte echt brachial werden. Zumindest ist die Gruppe mal wieder nett. Wahrscheinlich irgend so ein riesen Rillier-Vieh oder was mit 200.000 Punkten oder so. Ich hab keine Ahnung. Das uns so instant tötet, wenn es irgendwann hinzukommt. Was könnte uns. Ja, was wäre sonst hier noch zu erwarten? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ruckel gerade. Komm, Frames zurück. Da sind sie wieder. Und da ist ein Kampf. Ah, zum Glück einer, der man auch gewinnen kann. Insane. Elektro. Zack. Mahaha. Sterbt, ihr unsäglichen Kreaturen. So, du auch. Aua. Na komm, das schauen wir so. Oh, weg sind sie. Hier ist ja echt jeder Sieg gerade ein Geschenk. Und 33 Kämpfe haben wir noch vor uns. Au. Verdammt! Eine Weggabelung. Hallo, wo geht's hier hin? Ha, zu einer Kiste. Guter Riecher. Chaos! Was kriege ich denn hier noch für Waffen, bitte? Ist das wieder für ihn hier? Nee, a Blade, das müsste für den Jungen, ne? Chaos Blade.
Hit 2, Random Target. Kim, ja, kriegt er einfach. So. Also finden wir sogar noch Ausrüstung für andere. Selbst die zu dritt sollten wir nicht unterschätzen. Warte mal, kannst du stunnen? Du kannst auch stunnen. Das wäre mal eine nette Überlegung. So, jetzt einfach mal auch mit ihm jetzt hier gleich. Ta-ta-ta-ta-ta. Paralyse. Die muss ich, glaube ich, bei den bösen Gruppen mehr einsetzen sogar. Zack, zack. Und weg ist er dann zwar. Ja, ja, ja. Noch nicht, aber fast. All enemies. Snowstorm. Komm, Snowstorm. Zack. Aua, aua, aua. Weil die machen echt pervers hohen Damage, die Jungs. So. Ey, hört mal auf. Hürzer. Das gibt's doch. Das kann echt nicht wahr sein, ne? Die machen so einen pervers hohen Damage. Nee. Cthulhu ist ein wahrer Held und kriegt trotzdem auch vor Omme. Von Käfern. Und ja, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.